Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hunt Showdown. Wir haben uns heute mal die neue Map angeguckt und in dem Video geht es hauptsächlich darum, ja, dass wir eine kleine Sightseeing-Tour auf der neuen Map gemacht haben. Es ist keine richtige Runde in dem Sinn, klassisch Boss legen, Gegner töten und so weiter, sondern wir laufen einfach mal über die Map und schauen uns die Compounds an und so weiter. Aber ich muss sagen, ganz grob, überall mal drüber gelaufen, alles mal so ein bisschen angeguckt. Wir haben uns jetzt halt jedes Detail angeguckt, dafür hat einfach die Zeit nicht gereicht. Also wir waren wirklich die volle Stunde auf der Map. Ich schneide es jetzt natürlich ein bisschen zusammen, also ihr müsst euch jetzt halt eine Stunde angucken, wie wir auf der Map rumlaufen. Ich versuche, die Compounds ein bisschen hervorzuheben. Wir hatten auch zwei Kämpfe dazwischen, die lasse ich auch voll mit drin, die waren ganz interessant. Ansonsten... schaut euch mal an, sagt mir mal eure Meinung, wie euch die Map gefällt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Ach, noch was. Das ist ja jetzt eigentlich nur mal kurz ein bisschen die Map gezeigt und keine richtige Runde. Heute wird noch ein zweites Video kommen. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, wenn ihr es direkt bei seht, wenn es hochgeladen habt. Später kommt noch eine ganz normale Runde, auch auf der neuen Map. Aber eine ganz normale Runde. Also darauf müsst ihr heute auch nicht verzichten. Und jetzt viel Spaß. Es lädt natürlich alles nach, es laden die Texturen erst, weil es sieht richtig scheiße aus. Aber das bin ich denn doof, ich habe drei Waffen mit. Die Brücke hier, das sieht aber. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, dass wir irgendwie in Kämpfe kommen. Ich werde eigentlich nur die Map angucken. Oh, wieso habe ich da keine Taste zugewiesen? Der übernimmt meine. Doch, jetzt. Jetzt. Hier ist Geld. Sieht das geil aus. Wir müssen halt mega aufpassen, dass wir uns jetzt so viel umgucken, dass wir dann einfach weggeballert werden. Jetzt ist es mir egal, das schafft halt eine neue Runde. Ja. Wo bin ich da hin? Nee, das ist hier. Das ist so schön gemacht. Wenn wir uns jetzt die ganze Map in dem Tempo angucken. Ja, dann kommen wir, dann kannst du es vergessen. So, komm, wir gehen einfach mal weiter. Gucken. Okay. Das ist mega offen irgendwie alles. Ja. Also irgendwie ist da sehr viel Wald, aber irgendwie trotzdem alles offen. Ja. Ich habe ja gerade hier vorne, wo wir gestartet sind, habe ich ja nach Norden geguckt, zu diesem Seven Sisters Estate. Und ich sag mal so, ich habe halt den ganzen Compound überblicken können, einfach nur von der Straße aus. Mhm. Was halt jetzt, sag ich mal, auf den anderen Maps nicht immer so gut möglich ist. Nee. Aber gut, wir haben jetzt auch nur einen Compound gesehen. Das sieht aber auch geil aus, dieses Shipyard hier. Ja, das ist ja das, was man aus dem Trailer gesehen hat. Ja, genau. Deswegen, das haben wir schon gesehen. Hier. Weil die das Pelikan. Ja. Ah, bei Reef's Quarry könnte vielleicht sein. Ja, lass sie doch schießen. Ja. Hier ist eine Kasse, hier war auch schon jemand. Interessant. Das finde ich cool hier an dem Gefängnis. Du hast hier so, also das sieht mehr nach einem Gefängnis aus, hier mit diesem Innenhof und so. Warte, ich muss aus dem Hof kommen. Waren die richtig auch aufgesprengt hier halt. Auch hier mit diesen Werkbänken, mit den Handelbänken. Ja, hier. Ja, genau. Mit den Sitzen. Ja, wie du es hier aus Ami-Filmen halt kennst, irgendwie mit ja, oh scheiße, ich voll Idiot. Der hat sich einmal aufgehangen auch noch. Mensch, was ist denn nur hier los? Ist doch eigentlich... hier innen drin ist das geil gemacht. Also ich finde, es sieht schon ziemlich geil aus mit dem Ding hier. Moment. Mit welchem Ding? Dass diese Öffnung hier so, so. Ach so, da ja, ist, ja. Halt beeindruckend aus. Das ist auf jeden Fall. Das lag hier doch gerade irgendwas angezeigt, hä? Ach, hier ist Geld. So, dann sind wir hier auf der anderen.
finde, das sieht echt geil aus. Vor allem auch hier das Zerfallene hier oben. Boah, kannst du dir mal so vorstellen, was hier für Schießereien stattfinden werden? So von hier bis darüber. Ich wollte gerade sagen, und dann fallen auch Gewerfe im Zweifel. Mach was bis rüber? Nee, ich kann nur runterwerfen. Aber vielleicht hat das dann auch so diesen. Also gerade wenn du hier auch einen Boss hast, dann den Bossfight auch ein bisschen, weil die halt nicht direkt davor lungern können, weißt du? Außer vor diesen zwei Eingängen zum Beispiel. Ja. Oder vielleicht ist sogar der Bosskampf nur hier unten, was natürlich auch gut sein kann, weil hier gibt es ja auch einige Eingänge. Oh, ist das mies, Alter. Komm mal her. Aha. Komm mal zurück. Also ja, ne, das ist ja schon, weil da kannst du ja auch nur raus. Ja. Aber das gibt es hier drüben nochmal, aber mit einem viel schmaleren Gang. Ich weiß gar nicht, wo es hier reingeht. Oha, oh Gott, da geht's ja auch nur raus. Wo auf? Hier vorne ist dann. Du musst einmal rumrennen. Moment, ich muss jetzt die Treppe, erstmal gucken, wie ich schnell überhaupt hinkomme. Ja, jedenfalls, wenn du hier halt. Hier ist halt nur so eine kleine Ritze dann. Genau wie auf der anderen Seite als Ausgang. Da kannst du halt richtig schön nochmal in den Rücken rein sneaken oder irgendwas. Oh ja. Weil du kommst ja nicht hoch, weißt du? Egal wie. Also von innen nach außen kann man einiges anstellen hier. Aber das finde ich gut, weil das war halt auf den anderen Maps, ich will jetzt nicht sagen ein Problem. Aber du warst halt oftmals drin getrappt, weil du nicht anders rausgekommen bist. Ja, das stimmt. Und das ist jetzt hier auch eine Erneuerung. Das war ja klar, so viel Zeit, wie wir uns lassen. Ja, ja. Forked River Fishery. Ich meine, wir können ja trotzdem mal vielleicht so in Richtung Mitte erstmal gehen, dass wir das Ding kommen und nochmal angucken hier. Ja. Diese Brücke sieht auch geil aus, haben sie auch schön gemacht. Generell sieht das alles. Es sieht irgendwie anders aus, als man es kennt. Also, ne? Ich finde, draußen sieht komplett anders aus. Die Compounds halt selber hast du so eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, weil halt die Gebäude Assets dieselben sind, die sie verwenden. Aber trotzdem haben sie es schön angeordnet. Das ist halt nicht mehr so. Ja, so normal, sag ich mal, ne? Wie jetzt hier im Gefängnis. Ja, das ist viel komplexer und du siehst auch richtig, wie der Compound oder wie das Gebäude hier funktionieren soll. Und hier ist es sogar. Nee, auch nur zwei Ebenen. Krass. Was sind wir jetzt? Forked Fishery. Ja. Mega schön gemacht, ey, wirklich. Und hier drin gibt es sogar einen Aufzug nach oben. Okay, alles klar. Das ist natürlich auch geil. So mitten im Gebäude einfach mal einen Aufzug nochmal. Hier kommst du auch ins Gebäude. Das ist eine Fischfarm. Ja, ja. Aber das ist ein richtig böses Gebäude, wenn ich jetzt hier angucke, wo du alles rein und rauskommst. Und vor allen Dingen auch wie. Ja, ich glaube, das haben viele Compounds, so kleine tricky Stellen. Ja, aber ich finde halt so viele, wie wir jetzt. Also, wir gehen ja immer noch relativ schnell über den Compound, ne? Ja. Und dafür haben wir schon einiges gesehen. Jetzt jeden Compound auf Herz und Nieren zu prüfen. Nein, aber bei den Zeit anderen haben wir. Du kennst dich, ist klar, im Gebäude halt, wo du rausspringen kannst, okay. Aber wie hier ist es halt viel komplexer, weil es hier rund ist. Hier ist es ein Passer. Und hier ist. Das hier ist halt auch so ein Verkaufsstand direkt, ne? Naja. Wenn du mal von außen guckst. Naja. Das. Ja, so, halt mal deine Fresse. So stimmig insgesamt halt. Ja. Das Testimonial Church. Ja gut, eine Kirche muss natürlich auf. Hier vorne brennt's. Ja. Ja. Aber das sieht halt auch schon wieder so geil aus. Ja. Der ganze Weg. Ja, ich auch. Komm nicht durch. Der Dicke da lag. Da wird wahrscheinlich auch ein Friedhof oder so drumrum sein.
Oh, hier. Das sieht so gut aus. Oh Gott, diese Gänge. Ich meine, das hatten sie, glaube ich, auch im Video in irgendeinem schon mal gezeigt. Ja. Oh, wie... Oh Gott, ey. Und vor allem, wie viele lass Eingänge uns, hier schon wieder lass sind. Uns mal da runter gehen. Wir holen uns jetzt das Bounty. Und wenn wir das Bounty haben... haben wir alle Zeit der Welt, um uns doch mal umzugucken. Ja. Die Kirche sieht auch geil aus. Von außen schon. Und Gott, hier ist sogar so eine Rampe dran gebaut, dass du da hochgehen kannst. Über die Gräber kommst du ans Gebäude. Ach Gott, ist das schön. Ach Gott. Hier ist übrigens Bloodline XP übersehen. Ja, ist mir jetzt auf dem Testserver relativ egal. Ja, das macht mir einen Spaß. Ich will mich mal fighten jetzt hier auf der neuen Map. Ah, die sind noch im Compound. Richtig schön. Auch hier mit diesen kleinen Damen. Ach, Mann. Oh, da ist die Mine. Du bist jetzt in dem Steinbruch, oder was? Ja. Ich wollte eigentlich zum Compound, zum Boss-Compound gehen. Ja, du bist aber hier drüben, ne? Ja, ich weiß, aber dann habe ich das ja gesehen und wollte mal nur mal gucken. Ich guck auch mal. Nur mal grob drüber laufen. Aber hier ist sowieso der Ausgang. Die müssen eh hierher. Ah, die kommen schon hierher. Oh, aber wenn du jetzt auch überlegst, was ist jetzt? Ich meine, auf den alten Maps gab es auch einen Unterschied, aber vor allen Dingen halt durch die Türme, sage ich mal. Ja. Aber wenn du jetzt hier guckst, wie hoch teilweise die Höhenunterschiede sind. Ja, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Einer down! Wir haben jetzt hier auf der Karte. Hab einen! Da ist noch einer. Hat einen Hit. Wie sind die auf dich? Ja. Hier hinten dran. Ja. Muss ich kurz heilen. Und dann gehe ich mal aufs Lackreichweite. Nee, da kämpft hier hinten irgendwo. Ja, gegen Zombies. Ist da? Ich muss mich kurz heilen. Ja, ich auch. Ach stimmt, die haben ja die Nachladeanimation geändert. Hab ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Ja, von... Das ist irgendwo im Gebäude. Nein, der ist da hinten dran. Schon mehr Bounty? Ja, ich wollte gerade sagen, wir können mal das Bounty holen. Cash. Der hat mich ganz schön gehittet. Ich bin leer geschossen. Muss nachladen. So, Ruhe jetzt. Schön. Mensch. Achso, mal umgucken, ob hier noch jemand ist. Okay, das sieht auch anders aus hier Schattensicht. Zumindest bei mir. Die Hände sind anders. Was? Nein. Doch, die sehen bei mir anders aus. Also die sind nicht mehr so... Kann natürlich auch noch an Grafikeinstellungen liegen, aber die sahen jetzt anders aus als sonst. Oh Gott, da hat sogar einen The Crown King mit Slugs dabei. Hm, da kann ich ja nur Muni auffüllen. Wo ist sie denn? Da. Ja. Jo. Dann gehen wir nochmal ein bisschen rum. Ja. Wir könnten... Wo sind wir denn gespawnt? Im Vor unten links. Bei 7, nee, dann, bei 4, genau. Ja, genau. Vor. Dann lass uns doch einfach mal nach Norden gehen und dann einmal im Kreis. Weil das ist dieses kleine Dorf scheinbar. Ja, genau. Und ich finde, wenn du guck dir das mal an, das sieht so richtig aus wie so ein Dorf in einem Westernfilm. So eine Westernstadt, ja. Und das sieht aus, das, ich kaufe denen ab, dass das ein Dorf ist, weißt du? Ja, klar. Das ist so geil. Hier wieder mehrere Ebenen. Also du kannst vor allem, glaube ich, hier richtig böse sneaky Aktionen auch durchführen. Ja, das glaube ich auch. Wobei hier auch viel verbarrikadiert ist. Ja, aber jetzt wie hier in dem Gebäude zum Beispiel. Warte kurz. Wo es halt mehrere Ebenen gibt, wo auch viel Platz ist, wo du auch einfach mal lang gehen kannst. Oh, da liegt ja noch jemand. Oh, ich kann nicht immer nicht. Ich werf den, ich mach den mal weg. Der stört mich bei meiner Besichtigungstour.
natürlich. So, wir haben ein Team noch schießen hören. Hier lag jetzt einer, also gehen wir mal davon aus. Hier ist Black Mule. So, kann man mitnehmen. Das ist ein Fischladen. Fisch gibt's hier relativ viel. So, hier? Alter, komm hier rein. Komm hier rein. Ist das geil gemacht. Oh ja. Ah, warte mal. Wo ist denn der Generator? Hier muss es irgendwo einen Generator geben. Also ich guck mal hier hinten. Wieso, was geht denn da? Ja, man kann... Oh, das ist das Gebäude! Hashi, das ist das Gebäude mit der Schwingtür. Mit der Schwingtür? Ja! What? Und weißt du, auf was ich richtig Bock hab? Weißt du, auf was ich richtig Bock hab? Komm her, da! Weißt du, auf was ich richtig Bock hab? Dass ich hier stehe, geh mal raus. So, hinterm Tresen. Dann kommt hier jemand rein. Jetzt kommst du rein. Und ich will einfach durch die Tür wieder rausschießen. Warte mal, es gibt ja in der Regel einen Generator pro Compound. Was haben wir denn hier? Rotlicht oder was? Sogar ein Gambling-Tisch hier oben. Ach, diese. Boah, sogar mit Scheinwerfer hier im Gebäude. Geil. Ja, und die Scheinwerfer, die kannst du halt voll auf die Bühne richten. Das wollte ich jetzt mal machen. Deswegen wollte ich den Generator anmachen. Ja, aber jetzt halt Generator und Compound finde ich immer so eine Sache, gell? Na. Lass doch weitergehen. Ja. Ich hab gedacht, das kriegen wir vielleicht. Ich hab grad geschossen. Nee, davor wurde im Norden schon geschossen. Ja, da sind bestimmt. Ja, ich hab's gehört. Da sind bestimmt noch mehr, die sich umgucken wollen. Oh Gott, war das knapp. Boah, ich würd jetzt am liebsten in jedes Gebäude reingehen. Ja. Oh, hier ist eine Apotheke oder sowas. Ja, sieht so aus. Okay. Fassen wir das kurz zusammen. Einfach eine Stadt. Ja. Ja, viel schlimmer ist, dass es hier auch noch Gebäude gibt. Ja, ich weiß, das Ding ist riesig. Und jetzt vergleich das zum Beispiel mal mit. Wenn du hier mit einer Schrotflinte bist, gell? Jetzt vergleich das zum Beispiel mal mit Arden Parish, was ja auch so eine Stadt ist. Weißt du? Ja, das ist aber Schule. Ja, ein Scheiß, da ist ja wirklich nur die Kirche und dann drei solche Stände halt. Ah, das ist ja auch keine Kirche, das ist ja ein Rathaus oder sowas. Ach nee, hä? Lol. Hm? Hier ist Muni. Okay, irgendwie ist es hier. Hä? Kannst du von hinten aufnehmen, aber von vorne nicht. Okay. Aber diese Kirche ist auch echt süß hier drin. Das ist eine Schule. Eine Schule? Ja. Aber steht zumindest. Ha? Ja, ein Glockenturm. Ach da, Public. Da gab's doch keine. Ich hab's auch schon fünfmal gesagt, aber nicht nur Riskbeschreiber wieder. So, da ist Upper Dissel. Dissel, das heißt doch Dissel, oder? Dissel. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Oh Gott, dieses Gebäude, da habe ich mich auch schon drauf gefreut. Das ist doch die Bank. Ich glaube, das ist die Bank. Ja, aber es sah einfach nur schon geil aus. Und guck mal da hinten. Ich geh erst hier hinten hin in diesen Garten. Ich gehe in den General Store, ich kaufe mir jetzt was. Okay, komm mal. Wir haben noch 40 Minuten. Ja. Ach, ist das schön. Gott, freu ich mich. Wenn die dann kommt, ich mach mal hier einen Generator und vielleicht sieht man ja irgendwas, was günstig ist. Ne, was wir gebrauchen können. Gott, hier hinten kommen ja auch nochmal Gräber und Häuser oder was? Nee. Oh. Hier ist eine eigene Imkerei. Wie geil ist das denn? Da stehen doch überall nur grüne Fässer. Die kenne ich tatsächlich. Ich habe aber gedacht, das wäre ein Compound für sich, aber warte mal, ich komme mal zu dir, ich will mir die auch mal angucken. Die waren immer noch im Norden. Ja, die gucken sich auch die Map an. Ja, hier stehen halt 1, 2, 3, warte mal,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Fässer? Warum wusste ich? Genau, da wo du jetzt durchgehst, der Park, was weiß ich da, da sollte ja aber sicherlich so ein kleiner Garten sein, kommst hier unten zum Tresor. Ah, ja, ja, ist, ist okay. Ich glaube, hier drin kann man sich auch richtig harte Fights liefern. Ja. Mit den ganzen Treppen, mit dem ganzen Hoch und Runter. Und vor allen Dingen, du kannst halt nicht alles, ich glaube, kreativ ist was anderes, ne? Kann man hier rein? Auch noch mal Geld, aber du wirst halt definitiv nicht alles absichern können. Nee. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil ich glaube, da werden Fallen. Wenn du unten reinkommst, so, dann sicherst du unten. Wenn da unten aber reingestürmt wird und dann draußen einer vielleicht noch irgendwo ist, kann ich dir so gut in den Rücken fallen. Ich will also, ich mal glaub, gucken, wo man von außen überall rein kann, außer durch die Haupttür. Hinten halt nochmal. Ja, von unten. Hier ist noch eine Tür. So, das reicht ja schon. Ich meine, es sind drei Zugänge. Ja, da sind noch mehr, glaube ich. Ja, wahrscheinlich hier auf der Seite noch was vielleicht. Keine Ahnung. Hier ist noch eine Leiter. Ja, hier kommst du durch Fenster rein zum Beispiel. In den kleinen Nebenraum erstmal, wenn du vielleicht noch Dings dabei hast. Hier Lightfoot, dann hören sie es nicht mehr. Boah, hier kann man so viel machen, Mann. Ja. Ach, herrlich, wirklich. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten. Ja, bevor uns die Zeit ausgeht. Fishery Warmer, also Ash Creek Lumber jetzt. Genau. Das Holzfällerlager sah ja schon in den Videos immer geil aus. Ja. Gott, was freue ich mich. Ich auch. Du glaubst gar nicht wie. Ja. Aber dann werden ja sicherlich Ausdauer und sowas dann auch angezeigt. Ja, ja, ne? Ja, ja. Aber was ich bis jetzt noch gar nicht gesehen habe, sind irgendwie Toolboxen. Eine habe ich schon gesehen. Was ich noch nicht gesehen habe, ist Special Ammo. Aber da vorne ist ein Versorgungswagen, da gehe ich mal hin. Da ist eine Toolbox. Aber guck dir jetzt mal dieses Gelände schon. Allein hier mit diesem Innenhof. Warte mal, ich guck gleich richtig. Jetzt wird das spannend, ey. Und diese ganzen Holzstab, ich meine, du hast ja auch hier Lumber schon gehabt und Dings Raynard, ne? Mhm. Aber das ist hier noch eine ganz andere Nummer, wirklich. Dabei ist, wenn du so doof bist und alles nur mit Messern ausrüstest. Gott, dieser Compound, Alter. Das wird richtig böse hier. Wow. Guck mal wirklich hier, Tim, allein hier vorne. Ja, Matsch, guck mir gerade das Gebäude an. Ja. Geh einfach nur mal hier rein und guck dann mal die ganze Zeit vom Fenster nach Süden halt raus. Da ist alles so offen. Ich schau nach Süden raus und vor mir ist ein Zug. Echt? Oder meinst du von ja, oben? Ja gut, aber du hast ja hier, sag ich mal, hier das komplette Feld hast du freie Sicht, nur bis darüber alles. Denn von hier oben kannst du noch. Ja, wenn du von hier aus guckst. Ich kann auch da unten, oder? Nein, wenn du da unten. In die Fenster reingeguckt. Wenn du da unten aus dem Fenster guckst, guckst du auf den Zug da. Wobei man aber auch sagen muss, dass das jetzt so. Warte mal, gibt's hier noch ein Fenster?
Hier gibt's sind noch mehrere Fenster. Außerdem, wenn du hier rüber guckst, siehst du auch bis dahin alles und dann hast du hier noch eins und hier sind auch noch, nee, nur eins. Aber wenn du jetzt von da vorne kommst, hast du ein Fenster abzuaimen. Ich glaube, so offen, also so schön wie das ist, hier alles zu sehen. Aber ich glaube, es macht trotzdem was aus. Jeder, der auf den Compound kommt, kann da vorne im Wald hocken und erstmal ans Fenster gucken. Ja, schön reinsnipern. Ja. Also, wir müssen, glaube ich, nicht so wirklich mal snipern. Können wir machen, ja. Wo sind wir jetzt? Pearl Plantation. Ah, das ist dieses Haus, glaube ich. Ja. Dieses große. Aber ne? Wollen wir vielleicht... Du kriegst doch auf dem Testserver alles hinterhergeschmissen. Was willst du jetzt mit einer Nitro? Ja, einfach nur mal... Einfach nur dieses Glück mal fühlen, was du auch immer hast. Ja, aber auf dem Testserver... Nein, nein, das zählt nicht. Ah, okay, gut. Auch nicht nur eine Ahnung haben, meinst du? Das zählt alles nicht, ja? Nee, nee. Ja, na gut. Dann halt nicht. Okay, ich geh jetzt mal da rein. Nee, ich will mich erst außen umgucken. Oh, das sieht so gut aus alles. Aber auch hier dieser Wald, weil das ist so richtig schön. Also es ist halt auch dichter, wenn halt der Wald nicht weit ist, oder? Ja. Also es ist jetzt nicht wie bei oben bei der Kirche. Bei der Madonna. Da ist ja auch alles relativ offen, was den Wald angeht. Also durch die Wurzeln halt. Ja. Ich werde beschossen! Ich hab gedacht, das wärst du! Nein, da oben ist einer! Ja, ja! Hilfe! Lol. Ich hab auch nur den einen gesehen. Der ist hier im Gebäude drin. Ich hab irgendwie Special Ammo, wenn du was brauchst. Der ist hier irgendwo. Boah, ich will jetzt nicht sterben, ich will mir die Map noch angucken. Das tippt hier drin bei mir. Hier. Boah, du kannst ja richtig ins Gebäude reingucken, ist das geil. Ach, der ist oben? Ja, ja. Hier oben drüber irgendwo. Ja, ja, ist schön, ist schön. Ich hab halt keine Ahnung, wo hier eine Treppe oder sowas ist. Ist unten, ist unten. Komm ich wieder runter zu. Das ist doch nur der eine, ne? Ja, ja. Er ist wieder oben! Ah, da ist eine Leiter, da ist eine Treppe. Ashi! Ja, ich bin da. Ich heil mich kurz. Also auch glaube ich runtergegangen jetzt. Ich habe keine Sekunden mehr jetzt. Kannst du noch gucken? Ich habe eine. Ja, ist der oben oder unten? Unten. Hier bei mir. Hat einen Musi-Hit. Hat mich aber auch gehittet. Wahrscheinlich auch eine. Der hat eine Level. Hat sich schon geheilt, oder? Wie kann denn. Oh, wie schnell der denn her? Ah, oh, das ist halt geil in dem Gebäude. Ja, 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 ja. So, los pushen. Geh du rechts rum, lass ihn einkesseln. Der ist schon wieder unten. Wieder untergewandt. Der ist draußen. Davor.
Und da ist hier wieder auch. Also so langsam regt er mich aber auch auf. Ja, mich auch. Aber das meine ich halt, weißt du, kannst dir unheimlich schnell auch wechseln. Ja. Ist der auf dem Balkon? Hat einen Slug-Hit. Der hat Fallen gelegt. Jetzt liegt's an dir. Oder du hebst dich auf. Musst aber vorher den Stacheldraht wegmachen. Wie war das kein Hit? Mann! Da ist Stacheldraht, Hashi! Achso, ja, okay, vielleicht geht's doch. Vielen Dank. Hui! Muss ich heilen? Hier bei mir. Oh, ich hab ne leere Dolch. Der hat meine. Oh Gott, ich hab jetzt noch genau einen Slugschuss und das war's. Happen. Geiler Typ. Gottes Willen, ey. Guck dich da bitte mal um. Keiner da aktuell. Heilung. Jetzt brauche ich keine mehr. Alter, ich hab eben auf meine Waffe gewechselt, hab gedacht, ja gut, dann hab ich halt jetzt ne Dolch. Klick. Scheiße. Okay, der Compound gefällt mir. Da kann man geile Fights machen. Oh ja, das gefällt mir sehr gut. Das hat er echt wunderbar alleine, oder? Ja. Okay, aber jetzt haben wir viel Zeit verloren. Ja. Müssen wir leider weiter. So gut es mir hier auch gefällt. Okay, wir müssen ja nach Osten. Ha? Nach Osten müssen wir ja jetzt. Ja, wir haben noch ein paar Meter zu laufen. Du hast jetzt wieder 5 Sekunden, oder? Ja. Aber hat er gut gespielt mit dem ganzen Rund und die ganze Zeit auf. Ja. Hat aber sehr gut gemacht. Ja. Hier ist Geld, wenn es für dich interessant ist. Ist nochmal ein Sniper Tower. Wenn du Munition findest, da kannst du Bescheid sagen. Lang und Special brauche ich. Oh Gott, sieht das. Alter, vor allem die Gebäude wirken halt auch. Also. Die Map ist ja genauso groß, aber es wirkt halt alles auf den Compounds viel riesiger. Hier ist eine Sparks, wenn du austauschen willst, vielleicht. Weiß ich ja. Jetzt nicht. Ja, für die. Aber ich habe jetzt gerade auch wegen Muni geguckt, aber es dürfte nur so 2-3 Schuss raus sein. Egal, da habe ich zumindest was für die Uppercut. Oder so. Oh, zweimal Heilung. Runde. Natürlich kommen die zu mir. Alter, sind die ekelhaft hier im Feld. Warte, ich spreng den weg. Gott. Hat einen Trade fallen lassen. Hier ist nochmal Geld. Kanalisierung. Wo sind wir hier jetzt eigentlich? Ich hab voll den Überblick verloren. Ach, wieder so eine wieder so eine Schweinefluff haben oder sowas. Ja.
Aber das Gebäude wirkt halt irgendwie viel größer und ist am Ende wie Soldier Spock, würde ich sagen. Ja. Aber ja, so von außen wirkt es halt irgendwie überdimensioniert. Komm, wir gehen mal rein. Hast du noch mal Geld? Nö. Keiner da. Gott, ist das eine böse Ecke hier. Geil, 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 geil. Ich spring hier mal runter. Ah, das sind zwei Gebäude. Ja, ja, und hier unten hast du dann einmal den Schlachtraum noch, wo ich jetzt drin bin. Schön, schön, schön. Hier ist nochmal aktuell. Ja, das hätte ich glaube ich sogar schon genommen. Ich habe schon $250 gesammelt. Ja, wenn es mal im richtigen Spiel so wäre, ne? Ja, aber rein theoretisch macht es eigentlich voll Sinn für Kohle, wenn man irgendwie der Letzte ist. Dann nochmal zu farmen. Einfach über die Map zu laufen und Sachen einzusammeln. Ich glaube, nachts sieht die Map auch krass aus. Guck mal, hier stehen doch nicht nur Waggons rum, sondern auch ganze Züge mit Lok und so. Gut, gab's aber ja bei Lawson oben auch. Ja, bei Lawson, das ist ja auch ein Bahnhof. Aber überall anders, wo irgendwelche Schienen waren, haben ein paar Waggons rumgestanden. Also, Alter, was ist das für ein Riesengebäude? Gut, das sieht mir so ein bisschen aus wie halt bei Dings bei Lawson. Kann man da hoch? Ich meine ganz hoch, hoch aufs Dach. Ganz oben hin. Erster Aufzug. Kommst du mit? Nee, 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 nee. Ach, wie geil, du könntest sogar theoretisch auf dem Weg schon aussteigen. Geil. Weil das alles auch überall ist. Scheinbar komme ich nicht höher, weil ich bin von der Tür. Komm ich nicht höher. Boah, selbst so wie hast du eine krasse Sicht über den. Hast du eine krasse Sicht? Ich bin durch den Boden geglitscht. Glaube ich auch sehr interessant an diesem. Was hast du? Ich bin durch den Boden geglitscht. Wollte ich nicht, ach ja. Was macht das so komische Geräusche? Das hab ich aber auch gerade gedacht, was ist da, brummt der so? Ah, das ist hier das Wasserrad. Wasser. Ah! Ja, geil. Ich dachte schon, hey, was, warum brummt der Ding? Ja, hab ich eben auch gedacht. Aber es macht natürlich Sinn, dass das nicht das Wasserrad ist. So, 20 Minuten oder 19 Minuten nur noch, wir sollten weitergehen. Ja, ja, ja. Boah, Alter. Ja, kommt noch mehr, ja. Mit den Skill Points. Upgrade Points. Ja. Ich denke mal, vieles wirst du halt dann auch wirklich erst im Spielen so. Ja, natürlich. So richtig entdecken, weil ich meine, wir rushen jetzt doch relativ drüber. Geht ja erstmal nur im ersten Eindruck. Genau. Und viele und halt Steine. Auch viel mehr Höhenunterschiede, finde ich. Ja. Allein, also allein um von A nach B zu laufen, läuft man viel mehr Hügel und so hoch und runter. Oh, da war Öl. Hat er wenigstens... Oh ja, hat er. Wo siehst du was? Ja. Da. Bloodless. Das Gebäude sieht auch geil. Wo sind wir jetzt? Coal Company. Das ist jetzt die Coal Company, ja. Hier mit dieser Rampe dann. Kommst du über die Rampe rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee.
Na doch. Oh Gott. Ah. Geil. Kann sie dann aufs Dach springen? Ist das schön. Ist aber auch ein gefährlicher Weg hier hoch. Ja, klar. Aber du hast halt von Seiten hast du theoretisch Schutz, von unten auch, ne? So, ich geh schon mal zur Mine weiter. Ich finde das halt auch so stimmig, wenn die Kombans jetzt so thematisch auch zusammengehören. Und Michi, jetzt hast du diese ganzen Loren, die jetzt auf dem Weg zu dieser Mine halt einfach stehen. Ja. Als ob das halt zusammengehört, ja, weißt du? Ja. Finde ich auch echt gut gemacht. Kann man da hoch? Wo? Auf dem Berg? Ich glaube, der ist außerhalb, oder? Ich weiß ja, das ist schon sehr nah am Compound dran. Ja, boah. Nee, guck mal, das sieht also aus. Boah, fallen dir mal die Lichtunterschiede auf. Wenn du hier was? Vom Hellen in die überdachte Brücke gehst, da siehst du erstmal nix. Ja. Weil es so dunkel ist im Vergleich zu draußen. Ja, weil er sich kurz anpasst tatsächlich. Ja. Ich habe eben, erst gedacht, ich spinne oder meine Augen machen nicht so mit. Okay, also Minenschacht kommt man anscheinend nicht rein, weil da ist nur verbarrikadiert und leer. Ah, okay, das habe ich mich nämlich gefragt, als man das im Trailer gesehen hat. Ja, ob man da wirklich bei mir so ein Ding unter Tage kämpfen wollte. Kann. Aber da kommst du nicht rein. Okay, das ist. Aber auch hier wieder sehr verwinkelt das ganze Ding. Tür auf und ab und Zugänge. Es wird. Also im Verhältnis ist das aber eher. Ah ja, okay, da ist alles zu. Aber im Verhältnis ist das eher ein offener Compound. Jetzt mal. Ja. Ich will aber mal ins Gebäude rein. Also ich muss sagen, insgesamt ist die Map viel offener. Ja. Aber die einzelnen Compounds gesehen. Halt nicht. Also man ist mit einer Sniper nicht zwangsläufig im Vorteil. Nee, aber du kannst halt meistens, wenn du auf dem Compound bist, hast du halt eine viel krassere Sicht irgendwie auf alles. Ja, aber sobald du auf dem Compound kämpfen musst, guckst du mit einer Sniper schon wieder dumm, unter Umständen. Ja. Ach, schön. Kann man da? Boah, kann man da hoch. Oh, warte mal. Ah, ich glaube, das geht nicht. Oh, fuck. Wir haben nur noch 13 Minuten, Hashi. Ne, ich glaube, da kommt man nicht hoch. Wo? Wo geht's genau? Über was redet man? Darüber. Wie denn ping nicht? Ganz weit oben. Aber nee. Nee, da kommst du. Das soll man nicht hin. Wenn du da oben mit einer Sniper siehst du, glaube ich, die ganze Map. Hm. Meinst du hier oben drin oder was? Wo? Da, ganz oben drauf. Auf dem Vorderturm? Ja. Ja, da oben. Ja. Gut, das wäre wirklich arg krass, wenn das ginge. Ja, aber schon ein bisschen lustig. So, wo müssen wir noch überall hin? Ja. Ja, sieht tatsächlich innen drin auch fast aus wie Soldiers. Das ist auch hier diese Löcher im Dach. Also es funktioniert wohl auch ähnlich wie Soldiers. Was hier vorne die Fenster. Vom Grundaufbau her sehr ähnlich, sagen wir es mal so. Das ist hey. Das ist eine Hühnerfarm. Ich weiß nicht, was Poultry auf Deutsch heißt. Hier ist eine Toolbox. Aber allein schon, dass die Zugänge so anders sind, also spielt es doch anders, glaube ich. Ja. Auch wenn es ein ähnliches Gebäude ist. Ja, es war jetzt zum Beispiel auch nur eine Treppe drin. So, das macht es natürlich Verteidigen schon ganz anders, ne? Ich habe schon ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass Sniper zu stark wird, aber
Ich glaube nicht. Also ja, Snipern wird hier stark sein. Können wir jetzt auch gleich mal ausprobieren. Aber... Mach geil, geht's besser. Kann man die Zerstörung bitte lassen? Oh ja! Okay! Mach geil. Wo? Ja. Ah, ja, ja. Oh, das sieht aus wie so ein Thanksgiving-Fest-Dingens. Ja. Estate. Ja gut, das ist ja ein Anwesen. Estate heißt ja irgendwie so, wie so Resort, Hotel, was weiß ich irgendwie. Ja, keine Ahnung, kann ja sein. Ja, hier ist die Empfangsstelle. Diese zwei Typen sehen aber auch sehr creepy aus. Welche zwei Typen? Welche hier drin stehen in den Tresen. Ach so. Eine gesunde Hautfarbe auf alle Fälle. Mal, hier ist auch wieder so ein zweigeteiltes Gebäude. Na, ich bin mal hier oben auf dem Gebäude. Mal aus. Oben. Okay, das ist tatsächlich nicht so spektakulär. Das ist, sag ich mal, wie bei Windy Run so ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, hier auch. Hier auch. Ja, 1 zu 1. Okay. Hier 1 zu 1 Windy Run. Bisschen größer, bisschen großflächiger. Ja. Aber ich glaube, es wird sich spielen wie Windy Run. Wenn du ja, mal guckst. Sieht tatsächlich auch so aus, ja. Hier auch mit der Kante oder mit ja, der Ecke. Die hast du aber hier auch nochmal. Also das größer, aber. Aber die halt auch noch. Ich meine, es ist halt wie so ein bisschen in der Mitte nochmal gedoppelt halt. Ja. Aber ich glaube, das wird echt spannend. Ja, das glaube ich auch. Gut, geh mal raus. Ah, geil, hier sogar so eine Pferde-Dings. Ich wollte sagen, hier. Turnier, Pferdespringen-Turnier-Dingens. Genau. Ah, und hier ist das, dieses Festival-Dingens. Festival-Dingens? Was man auch im Trailer gesehen hat. Ach, wo diese, ja. Das, ja. Hat, das hat mir eben die ganze Zeit noch so ein bisschen gefehlt. Wo ich irgendwie immer diese Eisen mit mir. Also nicht. wo ich immer an diese eine Hitman-Mission denke, ich glaube, war das Batman 4? Ich habe Hitman nie gespielt, keine Ahnung. Scheiße, jetzt habe ich das Klavier kaputt gemacht. Schade. Jetzt fahren wir überall, oder? Ja, wir fahren in jeden Compound. Wo ist unser Fortschritt? Im Shipyard war ich nicht. Da bin ich gerade vorbeigelaufen. Shipyard, Shipyard? Ganz unten. Ich bin vom Vor im Shipyard vorbeigegangen. Ach ja, du bist Shipyard, stimmt, ja. Gut, da waren wir tatsächlich nicht wirklich drin, ja. Hab ich auch nur kurz hingeguckt. Aber das kannst du ja aus dem Trailer halten. Ja, aber trotzdem. Und den einen Dulli. Und den einen Dulli? Ich hab ja nicht aufgeregt dann. Ja. Aber leider, sag ich mal, die Stärken von diesem Gebäude halt auch richtig ausgespielt, dass du halt schnell... Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, der hat spielt die Map schon ein bisschen länger jetzt. Der hat wahrscheinlich gestern schon angefangen. Das war die erste Mal, meinst du, also die heute gespielt hat. Ja. So, das war die neue Map. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick... ihr konntet euch einen kleinen Einblick verschaffen. Sagt mir mal, was ihr von der neuen Map haltet. Mir gefällt sie richtig, richtig gut. Ich bin sehr gehypt. Ich hoffe, dass es jetzt endlich bald ins normale Spiel übernommen wird. Habt ihr auch auf dem Testserver gespielt? Habt ihr auch schon irgendwas gesehen? Oder irgendwas Spezielles? Oder keine Ahnung. Einfach, sagt mir einfach mal, was ihr von der Map haltet. Von dem, was ihr bei mir oder bei anderen schon gesehen habt. Oder auch selber gespielt habt. Und ja, schreibt es in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.